Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Timelinks zur Konferenz oder zu den Spielen findet ihr hier. Ja, heute gibt es wieder eine Konferenz, es haben sich viele gewünscht und dementsprechend möchte ich diesem Wunsch auch nachgehen. Wir schauen noch kurz auf die Partien, auf die Tabelle und dann kann es schon losgehen. Freitagabend Gladbach gegen Leipzig, in der Konferenz dann Bayern gegen Mainz, Leverkusen gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Paderborn, Freiburg gegen Köln und Schalke gegen Hertha. Samstagabend das Topspiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Sonntag noch Bremen gegen Augsburg und zum Abschluss Frankfurt gegen Düsseldorf. Erstes aktuell Borussia Dortmund, dahinter kommt Freiburg und Leipzig. Wolfsburg auf Platz 4, 5. Leverkusen, 6. Bayern, 7. Gladbach, 8. Düsseldorf und 9. Hoffenheim. 10. ist Frankfurt, 11. Hertha BSC, 12. Schalke, 13. der FC Augsburg, 14. der 1. FC Union Berlin, zuletzt mit dem ersten Punkt und dem ersten Tor in der Bundesliga. Werder Bremen auf Platz 15, Paderborn ebenfalls 15. Punkt und Torgleich mit dem SVW, Köln 17. und 18. Mainz. So, jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Reinschalten. Let's go. Der Auftakt in den dritten Spieltag fand zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig statt im Borussia-Park, wo für die Gastgeber der erste Heimsieg her sollte nach dem 0:0 gegen Schalke am ersten Spieltag, folgte der Auswärtssieg in Mainz. Jetzt gegen Leipzig aber auch einen ziemlich harten Konkurrenten. Die erste Möglichkeit hatte hier Markus Thüram in der 13. Spielminute, wurde da gut hinter der Abwehrkette bedient. Der Abschluss dann etwas zu überhastet, aber Gladbach hielt hier auf jeden Fall mit gegen die vielleicht leicht favorisierten Leipziger. Wieder Thüram. Orban erstmal mit der Grätsche, doch Gladbach bleibt dran. Klostermann verliert den Ball an Johnson. Neuhaus gut weitergeleitet und Alassane Plea dann an die Latte, setzt noch nach. Szene dann geklärt. Ganz knappe Kiste. Das hätte der Führungstreffer für Gladbach schon sein können und er wäre nicht unverdient gewesen. Nun die Gäste mal vorstellig. Marcel Halstenberg mit der Flanke, Wendt klärt es fürs Erste. Klostermann am zweiten Pfosten, dann aber deutlich zu harmlos in die Arme von Jan Sommer. Ein Keeper wie ihn bringt sowas natürlich nicht aus der Fassung. Doch vorm Seitenwechsel nochmal die Fohlenelf. Laszlo Benes auf der rechten Seite macht es sehr gut. Leiner sieht den mitgelaufenen Zakaria. Neuhaus schließt ab und Peter Gulaschi kann sehr stark parieren. Angedrehter Schuss, der hätte gepasst im Endeffekt und somit wichtig, dass der Ungar da rangeht. So ging es torlos in die Pause, es war aber eine Partie, die durchaus schon Treffer verdient gehabt hätte. Insbesondere eben die Elf von Marco Rose hatte einige gute Möglichkeiten zu verzeichnen. Im zweiten Durchgang dann Leipzig erstmal besser, Marcel Halstenberg über die linke Seite mit Nkuku. Sabitzer, Mateusz Kunja wieder zu Sabitzer, Kunja kommt zum ersten nicht durch, dann zum zweiten und Diego Demme muss es dann natürlich machen. Erst richtig stark von Jan Sommer mit den Fingerspitzen an den Pfosten weitergeleitet und Demme, das Tor zumindest war frei. Stunde gespielt. Borussia Mönchengladbach drohte etwas einzuschlafen in der Offensive, kam dann aber zu dieser Aktion. Leiner mit der Flanke. Thüram schließt direkt ab, vielleicht sogar etwas überhastet. So ungefährlich war es letzten Endes aber nicht. Dennoch muss Gulaschi nicht eingreifen. Schlussphase läuft. Nochmal eine Kontersituation. Player auf Leiner, der ist gut mitgelaufen. Die Flanke ist optimal. Aber was für eine Glanztat von Gulaschi. Ist auch etwas Glück dabei, wie er hier gegen Thüram reagiert. Aber das hätte der Treffer sein können, sein müssen. Am Ende passierte nichts mehr. Die
Fohlen 11 lieferte einen sehr guten Auftritt ab, konnte aber damit Leipzig nicht aus der Reserve locken. Sie endet 0:0. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am dritten Spieltag. Der FC Bayern München konnte den ersten Sieg einfahren. Jedoch wartet man noch auf den ersten Torschützen neben Lewandowski. 5 Tore für die Bayern, 5 Tore durch den Polen im Mittelsturm. Gegen Mainz soll es heute vielleicht funktionieren. Beziehungsweise es muss funktionieren. Sie sind hier gefordert in der klaren Favoritenrolle. Wir werfen den ersten Blick auf die Startaufstellung. Coutinho ist mit dabei. Wir schauen nach Freiburg. Hier ist der erste FC Köln zu Gast, der noch auf die ersten Punkte wartet. Am ersten Spieltag war es ein 1:2 in Wolfsburg. Dann verlor man zu Hause gegen Borussia Dortmund, obwohl man gut mithalten konnte. Der Sportclub aus Freiburg hingegen hat eine weiße Weste. 6 Punkte nach 2 Spielen. Das ist schon mal eine Ansage, wenn es auch nur gegen Mainz und Paderborn ging. Im 3-4-3 heute, beziehungsweise in der Fünferkette. Auf defensive Art und Weise. Jetzt schauen wir nach Leverkusen. Auch sie haben noch eine weiße Weste. 2 Spiele, 2 Siege, schon 6 Treffer erzielt. Das ist eine Ähnlichkeit noch zu Freiburg. Aber die TSG aus Hoffenheim hat sich dann auch durchsetzen können. Zum ersten Mal gewannen gegen Werder Bremen am zweiten Spieltag. Wir dürfen gespannt sein, hoffentlich viele Tore sehen. Nach Wolfsburg geht's jetzt. Wo der SC Paderborn zu Gast ist, Hünemeyer geht voran. Und die in Rot gekleideten Paderborner mit Hut im Tor müssen bestenfalls demnächst mal punkten. Nicht zu früh schon abreißen lassen. Spielerisch war es durchaus gut gegen Freiburg und gegen Leverkusen, aber es muss auch in Resultate umgemünzt werden, ansonsten kann man sich davon nicht viel kaufen. Eine Station haben wir noch, die ist in Gelsenkirchen, also ab nach Schalke. Wo die Hertha aus Berlin zu Gast ist, und da schauen wir mal auf die Aufstellung. Jahrstein im Tor, Mittelstädt, Rekik, Stark und Klünter in der Viererkette. Kalou, Darida, Grujic und Luke Bakio um Vierer Mittelfeld, Duda auf der 10 und in der Spitze Vedat Ibisevic. Und hier warten beide Teams noch auf den ersten Saisonsieg. Schalke hat noch kein Tor erzielt. So soll es heute natürlich nicht enden. Beginnen wollen wir die Konferenz aber in der Allianz Arena. Ganz genau, der FC Bayern München möchte nun den Pflichtsieg einfahren, den ersten Heimsieg. Robert Lewandowski steht im Fokus, das ist klar. Gegen den ersten FSV Mainz 05, der schlecht in die Saison gestartet ist. Und Bayern eben angestoßen in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Verliert hier mal den Ball, weil es gleich nach vorne gehen sollte. Doch der erste FSV Mainz 05 beweist jetzt schon Nervosität zu Beginn. Pierre Kunde klärt das fürs Erste. Der FC Bayern München möglichst schnell den ersten Treffer erzielen. Hier keine Zweifel aufkommen lassen, aber das Selbstvertrauen sollten sie nach der guten Leistung gegen Schalke eigentlich haben. Das ist hier alles noch ein bisschen zerfahren. Wir wechseln erstmal die Station. Weil es hier in Leverkusen eine sehr gute Freistoßmöglichkeit gibt für die Gastgeber Schalz, Arangis unter anderem. Mit dabei Oliver Baumann ist hier eingestellt auf eine äußerst gefährliche Aktion. Denn die ist tatsächlich herausragend. Demirbay noch mit dabei. Und so schlecht war es nicht. Die Mauer steigt hoch und macht den Winkel für den Einschlag nahezu minimal. Demirbay, ja im Sommer gerade erst von Hoffenheim gekommen. Steht hier unter genauer Betrachtung.
Hoffenheim. Dennis Geiger versucht da Bebou mitzunehmen. Das ist aber mangelhaft gespielt. Sven Bender passt auf, klärt die ganze Szenerie. Und somit warten wir auf die erste Möglichkeit für Hoffenheim in dieser Partie. Jetzt vielleicht der Abschluss von Rudi. Senkt sich dann am Ende gefährlich. Lukas Radetzky geht auf Nummer sicher und klärt zum Eckball. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Wir schauen nach Wolfsburg. Der VfL möchte im dritten Spiel den dritten Sieg einfahren. Das ist Felix Klaus. Es geht gleich wieder nach vorne. Weghorst, Arnold zu Xaver Schlager. Und da ist das Tor. 11. Minute. Das erste Tor in der Konferenz fällt hier in Niedersachsen. Und der SC Paderborn kassiert bereits das 7. Gegentor in dieser Saison. Stark durchgespielt. Hut aus kurzer Distanz ist dann machtlos. Schlager mit der linken Innenseite wuchtet ihn ins Netz. Nicht komplett platziert, aber platziert genug, vor allem eben aus dieser Reichweite. Und die Paderborner stehen vor der nächsten großen Aufgabe. Das ist das Problem, wenn man so viele Gegentreffer kassiert, da muss man selber umso mehr machen. In der zweiten Bundesliga hat das sehr gut funktioniert beim Sportclub aus Paderborn, aber das ist logischerweise nicht 1:1 auf die Bundesliga übertragbar, denn der VfL Wolfsburg hat eine andere Qualität. Und hier kommen sie direkt wieder. Maxi Arnold mit dem Schuss und dann Hut, der aufpasst. Wir schauen nochmal drauf und wechseln dann in den Breisgau. Knappe Viertelstunde gespielt. Der erste FC Köln versucht hier das Zepter an sich zu reißen. Aber der SCF über Gegenstöße immer sehr gefährlich. Der Ball von Höhler jetzt in die Spitze, aber eher suboptimal und somit keine Gefahr für die Geißböcke. Und es geht direkt wieder in die andere Richtung. Es gibt kaum mal beruhigende Szenen. Aber es gibt eben auch kaum Torchancen. Schlotterbeck passt auf gegen Terodde, der heute in der Startaufstellung dabei ist. Tor in Wolfsburg. Und der zweite Treffer in der Konferenz wieder in Wolfsburg. Und wieder für Wolfsburg. 19. Minute. Der Niederländer schlägt wieder zu. Wout Weghorst. Und das hatte sich auch schon abgezeichnet. Ist absolut verdient. Auch in der Höhe. Keine 20 Minuten gespielt. Paderborn muss hier echt aufpassen, dass sie nicht untergehen. Wir schauen mal nach Schalke. Hertha BSC auf dem Vorwärtsmarsch. Macht das richtig gut. Duda auf der rechten Seite. Doch Stambouli kann den Ball rausdreschen. Hertha bleibt aber dran. Ibisevic, und was ist das für ein Tor? 22. Minute. Vedat Ibisevic mit dem Lupfer. Und da müssen wir nochmal auf Nübel schauen. Aber das war ja ganz kurios. Der Ball eiert da durch die Hälfte der Gelsenkirchner und dann, ja, Nübel nicht gefasst, dass der sofort zurückkommt. Tor Leverkusen. Ibisevic fackelt auch nicht lange rum und jetzt schnell nach Leverkusen. Hier führen auch die Gäste. 24. Spielminute. Robert Skov macht das Ding rein. Gut von Bebou geschickt, dann ist er allein auf weiter Flur. Lässt sich nicht zweimal bitten und drischt den Ball unhaltbar ins linke Eck. Radetzky ist machtlos aus kurzer Distanz. Die Konferenz kommt hier richtig ins Rollen. Wir waren in Freiburg gerade nur relativ kurz und dementsprechend schauen wir wieder ins Schwarzwaldstadion. Ecke für Freiburg, die hier gerade in die Gegenrichtung umstößt. Dominik Drexler hat das Auge für den mitgelaufenen Jonas Hector. Und dann Modest mit der Flanke und Kingsley Schindler
steht genau richtig und macht das 1:0. 26. Minute. Der erste FC Köln ist in Front. Super Konter über Hector. Der nimmt dann Modest mit. Die Flanke noch minimal abgefälscht eventuell. Und dann steht da Schindler gegen Günther deutlich besser zum Ball. Und Schwolo ist aus kurzer Distanz in der Gegenbewegung völlig reaktions- und chancenlos. Also hier ist der erste Treffer gefallen. Und in München, da warten wir noch drauf. Vor allem die Gastgeber. Mainz steht einfach nur hinten drin. Wie vielleicht schon zu erwarten. Coutinho hat dann erstmal genug. Haut drauf in der 27. Minute. Doch Niakate hat das Schienbein dazwischen. Kimmich legt den Ball zum Eckball zurecht. Sie sind sehr geduldig. Und das kann sich hier bald auszahlen. Coutinho, Müller mit der Parade und Alaba mit dem Tor, aber die Fahne ist oben. Die Fahne ist oben. Das wird natürlich noch korrigiert. Beziehungsweise kontrolliert und dann gegebenenfalls korrigiert. Aber das Tor ist eine klare Abseitssituation. Jetzt schnell nach Leverkusen. Der Ausgleich. Hoffenheim konnte sich nicht wirklich lange freuen. 28. Spielminute. Bayer 04 schlägt zurück. Charles Aranguiz mit einem schönen Schuss. Dreht sich von Baumann weg. Dadurch wird er ganz, ganz unangenehm. Er ist noch dran mit den Fingerspitzen. Kriegt ihn aber nicht mehr rausgekratzt. Und somit steht sie wieder pari pari. Die Partie mittlerweile durchaus mitreißend. Natürlich auch durch die Tore begünstigt, aber es gibt jetzt auch Torchancen en masse. Wir melden uns, sobald wieder was passiert. Radetzky hat den Ball ab in die Felddienstarena. Wo Schalke schon eine knappe Viertelstunde diesem Rückstand hier hinterherläuft. Und die Hertha das weiterhin richtig gut macht. Grujic schließt ab, Stambouli ist aber dazwischen, da muss er sich gar nicht so groß ärgern. Vielleicht hatte der aus seiner Perspektive schon perfekt gesessen, aber Nübel wäre ja auch da gewesen. Doch die Šović-Elf lässt sich davon nicht einlullen von dieser Führung, sondern bleibt weiter dran. Luke Bacchio mit der völlig missglückten Flanke. Jetzt müsste es für Schalke mal schnell in die andere Richtung gehen. Doch Amine Harit schenkt den Ball her und Klünter hat den Ball gesichert. Gegen Bayern gab es noch vieles, was zufriedenstellend war bei Schalke. Das vermisst man hier aktuell noch. Die Hertha noch leistungsverbessert zum Spiel gegen die Wölfe am vergangenen Sonntag, wo es 0:3 schlussendlich in die Wicken ging. Darida zu Ibisevic, das ist aber abseits. Kontrollieren wir nochmal ganz kurz und dann schauen wir in die VW Arena. Da führen die Gastgeber ja 2:0. Und das ist auch absolut verdient, der SC Paderborn. Teilweise sogar überfordert. Jetzt ist es mal eine Abseitsstellung von Joao Victor. Doch eine klare Angelegenheit in dieser Szene. Das, was die Elf von Baumgart ausmacht, lassen sie aktuell auch noch vermissen, dass sie viele Chancen kreieren. Jetzt vielleicht mal Oliveira Sosa, Michel gut weitergeleitet. Und Anfi Ajay. Ja, nicht leicht zu nehmen, dieser Ball, aber der muss
auf den Kasten eigentlich kommen und dann wird es brandgefährlich für Castells, vielleicht unmöglich, den Ball zu parieren. Aber das wäre jetzt die Riesenchance zum 2:1. Die größte Möglichkeit für den SC Paderborn in dieser Partie, kurz vorm Seitenwechsel. Wie sieht's denn in München aus? Kommen die Bayern zum Treffer? Es deutet sich mehr und mehr an. Das ist Thomas Müller. Oh, das geht viel zu einfach und dann schließt er ab und trifft. 45. Spielminute. Der FC Bayern schafft es doch noch vor dem Seitenwechsel und das ist hoch, hoch, hoch verdient. Ein kleiner Übersteiger von Thomas Müller bringt da alle außer Rand und Band. Tor auf Schalke, auf den Rang. Und wir wollen nach Schalke schauen. Da ist auch der nächste Treffer gefallen. Schalke gleicht aus. Zweite Minute der Nachspielzeit. Die Königsblauen gehen allem Anschein nach mit einem blauen Auge in die Katakomben. Caligiuri legt auf. Guido Burgstaller lässt ihn über den Fuß laufen. Und Jahrstein kriegt ihn so nicht mehr gefasst. Und das verschafft sicherlich erstmal Erleichterung bei Wagner und Co. Aber die Leistung muss klar besser werden im zweiten Abschnitt. Die letzten 3 Minuten waren jetzt okay. Aber daran müssen sie ganz klar anschließen. In den anderen Stadien ist Pause bis auf Freiburg, deswegen schauen wir da nochmal hin. Freiburg würde auch gerne noch das 1:1 vor der Pause erzielen, sieht aber eher gerade nach dem 0:2 aus. Jetzt konnten sie es klären und die Nachspielzeit ist auch abgelaufen und damit war es das. Auch hier aus Freiburg, es steht 0:1. Kingsley Schindler konnte zuschlagen, der Neuzugang von Holstein Kiel hier. In der Nahaufnahme kommt Freiburg noch zurück. Gegen Paderborn haben sie das Ganze geschafft. Wir dürfen gespannt sein. Schauen kurz auf die Ergebnisse und dann geht's gleich weiter mit den zweiten 45 Minuten. Jo, Bayern führt 1:0 gegen Mainz. Leverkusen gegen Hoffenheim 1:1. Wolfsburg führt 2:0 gegen Paderborn. Der SC Freiburg liegt 0:1 gegen Köln zurück. Schalke und Hertha eben gerade kurz vor der Pause noch gesehen 1:1. Tippt nochmal gerne mit in den Kommentaren und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, der Support aktuell ist echt richtig geil, freut mich auf jeden Fall. Jetzt wollen wir aber ja weitermachen mit der Konferenz. Ihr seid da heiß drauf, ich bin heiß drauf. Jo, weiter geht's. Zurück in der Konferenz, die Sinsheimer stoßen an und mussten diesen Nackenschlag, nachdem sie in Führung gegangen sind, erstmal verkraften. Da war Leverkusen dann natürlicherweise ganz oben auf. Aber die blauen Sinsheimer sind hier gar nicht mal ja verkehrt jetzt hier reingestartet. Versuchen gleich nach vorne zu agieren. Das bietet auf der anderen Seite auch wieder die Möglichkeit für Leverkusen. Doch das Ganze jetzt hier fürs Erste bereinigt. Ilas Bebu tritt auch noch nicht so ganz in Erscheinung. Den Treffer hat er vorgelegt von Robert Skov. Das ist auch das, was man von ihm erwartet. Unter anderem seine Qualität mit der Schnelligkeit konnte er hier bislang aber noch nicht ausspielen. Bailey im Abseits. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Wir schauen nach Wolfsburg. Der SC Paderborn hat hier ja kurz vor der Pause die dicke Möglichkeit zum Anschluss vergeben. Das hängt ihn hier noch so ein bisschen hinterher und somit ist es weiterhin dieser Zwei-Tore-Rückstand, den sie hier aufarbeiten müssen. Und der VfL Wolfsburg hat sicherlich in der Pause von Oliver Glasner nochmal die ein oder andere taktische Anweisung ans Herz gelegt bekommen, damit hier bloß kein Unglück passiert. Sie führten auch 2:0 gegen Köln. Am Ende war es Terodde, der noch anschließen konnte am ersten Spieltag. Der kam aber zu spät. Trotzdem müssen sie bei sowas aufpassen. Jetzt William. Gute Abschlussmöglichkeit. Vielleicht etwas zu spitzer Winkel. Trotzdem kann man den gerne mal verwandeln.
59. Minute, hier steht es weiterhin 2:0. Wir schauen nach München. Das ist einfach dominant, was die Bayern hier abliefern. Coutinho, Lewandowski, Robert Lewandowski. Und das war's dann vielleicht schon in der 59. Spielminute. Coutinho mit dem Assist. Sicherlich auch wichtig für ihn. Schöne Doppelpässe und der Abschluss von Robert Lewandowski, der jetzt auch sein 6. Saisontor erzielt. Müller scheinbar noch mit den Fingerspitzen dran, aber der war wuchtig geschossen. Platziert genug zumindest, sodass da nichts mehr passieren konnte. Aus seiner Sicht, der Pole stellt mal wieder seine unglaubliche Wichtigkeit heraus in dieser Szene. Und das ist so eine Partie, da stellt so ein 2:0 gefühlt schon die Vorentscheidung dar. Mainz wirklich ohne Chancen, ohne Möglichkeiten. Boetius kommt nicht durch. Wir schauen nach Freiburg. Wo die Gastgeber diesem Rückstand hinterherlaufen, von Kingsley Schindler weiterhin. Jerome Gondorf, zumindest beißen sie sich da jetzt mal fest. Petersen und Günther, das ist völlig überhastet. Das kann er deutlich besser, hat so einen starken linken Fuß. Zum Flanken sowieso, aber auch gerne mal zum Abschluss. Das hier war jetzt eher missglückt. Doch die Freiburger zumindest drauf und dran, mehr Möglichkeiten zu bekommen und dann fällt vielleicht auch irgendwann der Treffer. Wenngleich auch schon die Hälfte der zweiten Halbzeit vorbei ist. Freiburg klärt. Gibt dann auch den nächsten Wechsel hier. Mike Franz kommt für Chico Höfler rein und wir schauen weiter nach Gelsenkirchen. Sané gerade für Mascarell gekommen. Und da ist Sané direkt. 67. Minute. Nicht so schlecht. Ja, Stein fliegt. Hätte ihn vermutlich auch erreicht, aber Schalke macht das nun deutlich besser. Das 2:1 wäre denkbar. Nicht unbedingt verdient, aber nicht unmöglich. Außerdem Rese für Kenny gekommen. Bedeutet möglicherweise, dass Caligiuri eine Position zurückgeht und Rese eben im rechten Mittelfeld antritt. Andre Duda jetzt härter wieder. Klünter und Luke Bacchio. Das geht ein bisschen zu einfach da. Bujela passt aber auf. Er entschärft die Szene. 20 Minuten noch auf der Uhr. Kann Schalke den ersten Saisonsieg einfahren? Oder die Hertha eventuell? Oder bleibt es hier beim Remis? Darida, das ist jetzt gut gespielt. Torunariga zu Kalou. Und Otschipka passt auf. Gute Parade von Nübel. Wir schauen nochmal drauf und geben dann ab nach Leverkusen. Da ist der nächste Treffer gefallen. Kevin Volland dreht die Partie. 73. Minute. Im Hintergrund sehen wir die Sinsheimer Fans. Die sind vollkommen bedient. Und die Leverkusener feiern. Vorlage von Kerim Demirbay. Tor auf Schalke. Kam ja auch irgendwann mal von Hoffenheim. Und jetzt schnell nach Schalke. Die Gäste führen. 75. Minute. Wir haben eben noch die gute Möglichkeit gesehen, die Nübel noch entschärfte. Und nur wenig später schlägt dann Wladimir Darida zu. Das werden unangenehme letzte 15 Minuten für Schalke. Sie müssen diese Pleite hier abwenden, ansonsten wäre es der totale Fehlstart. Ab nach Wolfsburg. Ja, hier ist eigentlich schon alles entschieden.
Gefühl zumindest. Roussillon. Joao Victor und der Ball abgefälscht vor die Füße von Wout Weghorst. Und jetzt ist wirklich alles entschieden. 3:0 für den VfL. Alles in allem eine extrem souveräne Leistung. Roussillon hat da zu viel Zeit. Joao Victor schießt Hünemeyer an. Unglücklich zu dem komplett freistehenden Wout Weghorst. Und Hut kann einem nur leid tun. Wir schauen noch ein letztes Mal nach München. Da es allem Anschein nach auch hier nicht mehr so richtig spannend wird, nehmen wir hier die Allianz Arena nochmal mit. Perisic auch mittlerweile mit dabei. Und Mainz, ja, sie müssen andere Maßstäbe nehmen, um sich hier zu messen in dieser Liga. Lewandowski nochmal mit dem harmlosen Schuss. Aber so muss die Mainzer Truppe wirklich nochmal an sich komplett appellieren. Zwei Torschüsse und die waren wirklich sehr, sehr geschmeichelt in dieser Statistik. Jetzt mal Karim Onisivo wie aus dem Nichts und das wäre einfach auch des Guten zu viel gewesen. 81. Minute, die beste Tor in Chance Freiburg für Mainz und jetzt schnell nach Freiburg. Der Ausgleich oder die Entscheidung? Der Ausgleich. Roland Salay bringt Freiburg hier wieder auf Kurs. In der 82. Spielminute. Das Schwarzwaldstadion flippt aus. Und Timo Horn ist komplett bedient. Völlig machtlos. Die Flanke segelt da durch den 16-Meter-Raum. Und Salay, der lauert und den Ball unter die Latte dreschen kann. Knapp 10 Minuten noch. Für wen wird es hier den Ausschlag geben? Skiri verlässt das Feld. Dafür kommt Marco Höger neu dazu. Das 1:1 geht mittlerweile klar. Köln hat ein bisschen zu wenig investiert. Kassiert dafür jetzt die Quittung. Und geben sie hier dann wirklich alles aus der Hand? Das wäre unglaublich schmerzhaft. Wir kommen sicherlich gleich nochmal zurück. Wir schauen erstmal auf diese Szene. Tyrodde nochmal. Gibt Ecke. Wir melden uns, wenn was passiert. Schauen nochmal auf den Treffer und dann gehen wir nochmal weiter nach Leverkusen. Bayer 04 verwaltet das jetzt ganz gut und sieht hier schon mal als vorläufiger Sieger aus. Aber ein Tor als Vorsprung ist niemals genug. Egal wie groß die Leistungsunterschiede sind. Und so schlecht war Hoffenheim auch nicht. Aber im zweiten Durchgang Leverkusen schon deutlich überlegen. Leverkusen läuft jetzt auch clever oben an. Dass gar nicht so viel von 16er kommt. Jetzt mal Stafilidis mit dieser Flanke. Wir wechseln nochmal. 90. Minute auch hier in Freiburg. Jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Bader kommt für Ezibue. Bisschen Zeit soll da von der Uhr genommen werden. Einwurf nochmal für die Geißböcke. 3 Minuten gibt es obendrauf. Cosiello. Modest. Anthony Modest. In der Nachspielzeit schlägt der erste FC Köln noch zu. Unglaublich. Perfekt erholt vom 1:1 aus der 82. Minute von Roland Salay. Und jetzt die ganz, ganz langen Minen beim SCF. Anthony Modest lässt sich da nicht bitten. Tor auf Schalke. Das geht zu leicht. Und wie sieht's auf Schalke aus? Der Ausgleich? Ne, die endgültige Entscheidung. Salomon Kalou macht das 3:1.
in der zweiten Minute der Nachspielzeit und jetzt werden die Schalker tatsächlich etwas unruhig. Am zweiten Pfosten setzt er sich da gut ab von Caligiuri und Nübel kann nichts mehr machen. Und das war's wohl. Ante Čović feiert seinen ersten Bundesligasieg. Davon kann man jetzt mal ausgehen. Und David Wagner wartet noch auf eben jenen. Die Nachspielzeit ist abgelaufen. Und das war's. Die Hertha gewinnt mit 3:1. Wie schon in der Vorsaison entführen sie 3 Punkte aus der Felddienstarena. Wir schauen nochmal nach Freiburg. Unglaublich bitter für Freiburg. In der letzten Minute kassieren sie hier noch den Gegentreffer, wo sie doch selber erst kurz vor Schluss ausgeglichen hatten. Anthony Modest ist der Matchwinner. Schießt Köln zum ersten Saisonsieg. Zum Abschluss nochmal nach München. Das war eine äußerst, äußerst souveräne Leistung der Bayern. Robert Lewandowski hat wieder getroffen und tatsächlich auch mal ein anderer. Thomas Müller erzielte das 1:0. Das war eine ganz, ganz souveräne und reife Leistung. Der erste FSV Mainz 05 hoffnungslos unterlegen und mit dem 2:0 sind sie hier gut bedient. Das war's aus der Konferenz. Jetzt gibt's nochmal im Schnelldurchlauf alle Tore. Viel Spaß! Der 1. FC Union Berlin konnte den ersten Treffer in der Bundesliga erzielen. Sebastian Andersson war es und damit auch den ersten Punkt einfahren. Gegen Borussia Dortmund am Samstagabend waren sie logischerweise in der klaren Außenseiterrolle, machten das in der Defensive zunächst aber richtig gut, dass die Favre-Elf teilweise schon am Verzweifeln war. Doch im Endeffekt spielten sie recht geduldig, wenn gleich nach 28 Spielminuten diese Chance von Hazard das Sehenswerte war in der anfangshalben Stunde und Union das eben einwandfrei machte, nur nach vorne eben auch kaum etwas zustande brachte. Andrich mit Witzel im Zweikampf, Polter zu Geraldo Becker, dann war auch der erste Abschluss für Union da nach knapp 41 Spielminuten, aber das war nicht wirklich gefährlich. Nun nochmal der BVB kurz vor dem
Seitenwechsel, Bürki mit dem Abschlag, Hazard verlängert ihn eigentlich schlecht, doch Robert Andrich leistet sich dann diesen Mega-Fauxpas. Witzel sieht den mitgelaufenen Hazard und da ist Paco Alcácer und natürlich macht er den dann rein. Viertes Saisontor für den Spanier. Der Typ ist einfach ein Phänomen. Und somit auch die Halbzeitführung für die Gäste absolut verdient, auch wenn sie nicht so viele Möglichkeiten hatten. Nach hinten ließen sie eben eigentlich nichts zu. Zweiter Durchgang vom BVB, wollte jetzt aber auch noch ein bisschen mehr kommen. Paco Alcácer und Gikiewicz, der sich auszeichnen muss. 51. Spielminute. Das hätte schon zumindest der halbe Deckel auf dieser Partie sein können. Somit Union weiterhin im Spiel. Sebastian Andersson nimmt Bülter mit. Bülter mit der Flanke und dann Grischa Prömel. Was für eine Chance. Super Flanke von Bülter. Genau auf dem Elfmeterpunkt steht dann Prömel völlig frei. Die Riesenchance zum Ausgleich. So einer muss natürlich sitzen. Glück für Dortmund in dieser Szene. Dann passierte erstmal eine Weile lang nichts, bis in der Schlussphase die Schwarz-Gelben nochmal aufwachten. Marco Reus setzt ihn aber etwas zu hoch an in dieser Situation. Union wollte es bestrafen, konnte es aber nicht. Letzte Konteraktion, Paco Alcácer auf Thorgan Hazard. Der drischt nicht blind drauf, legt zurück, Paco Alcácer, Doppelpack. Drittes Spiel, fünftes Tor. Schraffiert dann noch den Pfosten mit dem Ball. Und somit ein souveränes, ganz abgezocktes, reifes 2:0 für die Dortmunder Gäste. Union wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Der SV Werder Bremen ist ergebnistechnisch nicht wirklich gut in diese Saison gestartet. Da stehen zwei Pleiten auf dem Zettel und gegen Augsburg ging es hier relativ schlecht los, weil Alfred Finn Bogason im Startaufgebot war und gleich zeigte, warum er bei den Fuggerstädtern verletzt so schmerzhaft fehlt. Guezo mit dem guten Ball und Finn Bogason fackelt nicht lange rum. Toprak eben auch noch angeschlagen gewesen, nicht im Startaufgebot dabei. Die Innenverteidiger-Misere bei Bremen reißt nicht ab. Möwald dann aus der zweiten Reihe nach 12 Minuten mit der ersten Möglichkeit für die Bremer. Kein schlechter Dropkick. Optimal ist aber auch noch etwas anderes. Doch die Bremer blieben dran. Maxi Eggestein auf der rechten Außenbahn, Martin Harnik, dann Lichtsteiner, der den Ball unzureichend klärt. Möwald legt ihn in die Mitte und Maxi Eggestein schlägt zu. Erstes Saisontor für den Mittelfeldmann und das Weserstadion in heller Freude. Für Kubek nichts zu machen. Der hier den nächsten Gegentreffer kassiert. Der siebte bereits in dieser Saison. Hier war er aber machtlos. Und Bremen wollte noch nachlegen. Martin Harnik. Und er legte nach. 34. Minute. 2:1 für Grün-Weiß. Das ist die Qualität eines Martin Harnik. Wuchtiger Kopfball, vor allem mit Wucht in den Ball rein. Hier nimmt er das Tempo mit und somit keine Chance für Kubek. Es gab vor dem Seitenwechsel dann die Chance zu erhöhen durch Füllkrug. Super Ball aus der zweiten Reihe, da fehlte ganz, ganz wenig zum 3:1.
Somit ging es nur mit 2:1 in die Pause. Und der zweite Durchgang startete zunächst erstmal erfolgsversprechend. Osako, Füllkrug und Hanik im Zusammenspiel. Füllkrug zu Martin Hanik. 48. Minute, das hätte es schon wieder sein können. Vielleicht ein Ticken überhastet. Dann passierte lange Zeit nichts und die Werder-Fans schauten sich diesen Eckstoß der Fuggerstädter an, die wirklich nicht gut in dieser Partie drin waren, nach dem Führungstreffer zu selten in den gegnerischen Strafraum vorstießen. Eckball von der linken Seite, Pavlenka etwas unsicher, Lichtsteiner macht ihn scharf und dann Florian Niederlechner. Doch noch mit dem Ausgleich. Weil Bremen es verpasste, den Deckel auf die Partie drauf zu machen, kann sich der FC Augsburg über einen Punkt freuen. Die Bremer Fans sollten trotzdem Respekt vor ihrer Mannschaft. Sie wussten ganz genau, wie unglücklich dieses Ergebnis zustande kam. Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Zum Abschluss des dritten Spieltags trafen diese beiden Teams aufeinander und die Frankfurter eben noch im Europapokal unterwegs gewesen. Da müssen sie sich ihre Kräfte einteilen. Hier waren sie aber gut aufgelegt und auch gegen Leipzig zeigten sie konditionell keine einzige Schwäche. Hier schlugen sie in der 6. Minute dann zu durch Gonzalo Paciencia. Zweites Saisontor, auch den Anschluss noch gegen Leipzig gemacht. Starke Flanke von der rechten Seite und Zack Steffen kann nicht mehr eingreifen. Düsseldorf zunächst über Standardsituation gefährlich von der rechten Seite. Da ist Karaman am kurzen Pfosten. Nicht so schlecht, aber ganz, ganz schwierig, den noch auf den Kasten zu ziehen. Geht dann nur ans Außennetz. Die Frankfurter wollten unbedingt nachlegen. Das ist Philipp Kostic. Die Verteidiger stellen sich da alles andere als gut an. Und dann machte Philipp Kostic in der 24. Minute das 2:0. Klar ist das schwer, den zu verteidigen, wenn er mit Tempo auf dich zuläuft, aber ein bisschen zu einfach war das Ganze im Endeffekt doch schon. Bei Düsseldorf weiterhin eher die Standardsituation. Alfredo Morales kommt dann nach dem Eckball zum Abschluss, der aber nicht wirklich gefährlich wurde. Somit ging es erstmal mit 2:0 in die Halbzeit. Das war durchaus verdient. Frankfurt war richtig kaltschnäuzig. In den entscheidenden Momenten waren sie da und aufmerksam. Düsseldorf jetzt aber mit einem anderen Gesicht im zweiten Abschnitt. Karaman nimmt Morales mit. Und der spielt den Ball einfach ins Tor. Unter Kevin Trapp durch. 48. Minute. So schnell kann es gehen. Düsseldorf wieder komplett dabei in dieser Partie und genug Zeit für den Ausgleich. Aber jetzt Frankfurt stabilisiert und nach vorne wieder gefährlich. Fernandes und Philipp Kostic. Sturm zu Fernandes ans Aluminium. 66. Spielminute. Ganz gefährliche Aktion. Ball aber noch nicht drin. Düsseldorf reckte und streckte sich, aber kam zu wenigen Tormöglichkeiten. Jetzt vielleicht nochmal Tepezay legt auf und Kenan Karaman gegen Kevin Trapp vergibt hier die Möglichkeit zum Ausgleich. Das wäre sie gewesen und das war sie, die Chance zum Ausgleich. Somit bleibt es knapp und glücklich beim 2:1 für Frankfurt. Sind sie hier am Ende nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wir schauen nochmal auf die Ergebnisse. Gladbach-Leipzig 0-0, Bayern-Mainz 2-0, Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Paderborn 3-0, Paderborn gegen Köln 1-2, Schalke 1-3 gegen Hertha, Union Berlin 0-2 gegen Borussia Dortmund. Am Sonntag noch Werder Bremen gegen Augsburg 2-2 und Frankfurt gegen Düsseldorf 2-1. Noch ein kurzer Blick auf die Tabelle. Erster ist Borussia Dortmund, es folgen Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Bayern München, Leipzig und Freiburg. Dahinter Frankfurt auf Rang 7, Gladbach 8., 9. Hertha BSC, 10. Düsseldorf, 11. Hoffenheim, 12. Köln, 13. Augsburg, 14. Bremen, 15. Schalke, 16. Union Berlin, 17. Paderborn und letzter der 1. FSV Mainz 05. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ein Abo sowieso. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und tschüss.